Carla, ihr wart im Herzen von München, ihr wart am Königsplatz beim Beachvolleyball, es war die Hölle los, so kann man es glaube ich sagen. Wie war es für euch als Athletinnen und Athleten? Ja, also wir waren voller Freude, wir hatten große Erwartungen und die wurden auch bestätigt. Wir hatten jetzt auch gesehen in den letzten Tagen, weil das Wetter ja ganz hervorragend. Trotzdem, die Leute sind geblieben, auch eine Evakuierung gab es ja auch, die Menschen sind zurückgekommen. Sie sind dann nochmal rübergegangen, auch zum Bouldern, sind trotzdem wieder zurückgekommen. Also es war, die Hütte war voll und es hat unglaublich viel Freude bereitet. Und das, was eben auch schon angesprochen worden ist, dieses Herz, dieses, was mitgegeben worden ist, eben auch von den Volunteers, von den Freiwilligen, von den Ehrenamtlern, die im Hintergrund wirklich ganz, ganz, ihr dürft euch selber auch feiern, diesen Charme hat es einfach ausgemacht. Und wir haben das als SportlerInnen wirklich ganz, ganz nett aufgenommen und es hat uns noch mehr Freude bereitet, eben das zu spüren, dass eben ganz, ganz viele Menschen hier sehr, sehr viel Freude hatten in den letzten zwei Wochen. Vielen herzlichen Glückwunsch nochmal zu Bronze. Es war ja einer der emotionalen Höhepunkte dieses Sportfestes hier in München, kann man sagen, am Sonntag vor einer Woche. Wie geht's Ihnen jetzt, 7 Tage später? Also auch erstmal vielen Dank an all die Organisatoren und alle, die an diesem riesigen, tollen Event mitgewirkt haben. Wirklich sensationell, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Und ja, es ist tatsächlich eine Woche her, dass ich meine allerletzte Übung absolviert habe und auf der Matte gelandet bin und es dann einfach klar war, ja, damit ist jetzt meine Karriere beendet. Und ich muss sagen, ich habe es mir nicht schöner vorstellen können. Einfach die Atmosphäre, aber auch das Publikum und alles, was in der Halle war. Wir sind als Team einen Tag vorher ins Teamfinale gekommen und haben eine Bronzemedaille geholt und wir sind getragen worden. Wir sind getragen worden von dieser Euphorie, von dieser positiven Stimmung, von dieser Begeisterung einfach, die da war. Und die Olympiahalle war voll und es war einfach ein sensationelles Gefühl. Und dieses Gefühl, dann am Ende zu wissen, ich stehe da, es ist meine letzte Übung gewesen. Alle Zuschauer standen auf, Standing Ovations minutenlang. Und das ist, also ich kann es langsam realisieren, das ist noch nicht ganz da, weil ich noch nicht alle Bilder und alle Videos angeschaut hatte, weil ich das einfach gerne nochmal sehen möchte, weil es in dem Moment natürlich irgendwie ja, wie so ein Film ein bisschen abläuft und man ist da so voll in sich gekehrt. Man versucht natürlich alles aufzusaugen, aber es gelingt dann einem dann doch auch nicht ganz so gut. Aber es war einfach wirklich eine wirklich sensationell tolle Veranstaltung. Wie lange wird es dauern, bis es so richtig da ist bei Ihnen? Was glaubt ihr? Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt eine Woche zu Hause gewesen und bin auch irgendwie so von Termin zu Termin gehüpft und bin jetzt wieder hier, einfach weil ich auch diesen Abschluss hier nochmal mitnehmen möchte. Und ich denke vielleicht noch so 1-2 Wochen und vor allem spätestens dann, wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich alles nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und dann ist da glaube ich auf jeden Fall die Zeit und genau. Ich bin getragen worden. Diesen Satz haben wir in den letzten Tagen wirklich häufig gehört, auch gestern von Lea Meyer. Und auch von Constanze Klosterhalfen. Herzlichen Glückwunsch der Europameisterin. Constanze, stehen Sie noch? Ja, vielen Dank. Und ich glaube, ich bin auch noch ein paar Tage am Schwimmen und auch noch nicht so ganz angekommen. Wie war es für Sie, vor diesem Publikum zu rennen und getragen zu werden? Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich glaube, ich hätte mir keinen schöneren Moment und keine schönere Situation für meinen ersten Titel vorstellen können. Ja, es war unglaublich. Also so ein Lauf ins Stadion habe ich das noch nie erlebt und das Mitfiebern der Menschen, das ganze Stadion hat gebebt und das hat man auch gar nicht nur im Stadion, im ganzen Olympiapark und auch in der Stadt nicht gemerkt. Also ja, diese Begeisterung für den Sport, das war ja unglaublich. Also so eine Atmosphäre hatten Sie noch nie erlebt vorher? Nee, also auch dadurch, dass hier alles so nah ist und diese tolle Anlage, das habe ich also bisher noch nicht erlebt. Also, klar, es hängt wahrscheinlich dann auch mit dem eigenen Rennen dann zusammen, welche Emotionen man in sich hat, aber ich fand es super toll, vor allem die ersten Tage mit dem tollen Wetter, das war eine sehr schöne Atmosphäre. Frau Schön. Genau, also wir hatten uns jetzt, wir haben ein bisschen Erfahrung, zumindest auch im Beachvolleyball in den letzten Jahren gehabt, europäische Meisterschaften waren immer etwas Besonderes. Diese europäischen Meisterschaften waren was so Besonderes für alle Länder. Und ich kann das wirklich nur zurückgeben. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sowas in Zukunft weiterhin brauchen oder wir uns das wirklich sehr, sehr wünschen würden aus Athleten rein. Sowas wäre total hervorragend, wenn wir sowas am Leben erhalten könnten. Und eben Europa stärken und auch
den Nachwuchs ranführen, international Fuß zu fassen. Und ich könnte mir also zumindest vorstellen, es kostet natürlich auch Geld und wir brauchen Ausrichterstädte, aber dass das auch die Zukunft wird. Darüber würde uns sehr freuen. Hat man das denn empfunden, auch als Sportlerin? Ist man da nicht schon auch ein bisschen im Tunnel und konzentriert sich so voll auf sein Event? Oder hat man das einfach doch auch gespürt und mitbekommen, was da in dieser Stadt und auch sonst los ist? Also ich persönlich habe sehr viel mitbekommen. Wir waren ja die erste Woche in Hamburg bei einem Turnier, wo in der Mittagspause bzw. tagsüber komplett der Fernseher durchlief. Ich ganz viele Wettkämpfe verfolgt hatte schon in Hamburg und irgendwie nur darauf gewartet habe, dass wir endlich fertig sind mit Spielen und ich endlich nach München kommen kann. Und ja, wir haben uns im Vorfeld schon sehr viel damit beschäftigt und für mich war das auch immer, obwohl wir eine Weltmeisterschaft hatten, obwohl wir viele wichtige Turniere hatten, ein sehr großes Highlight. Sportlich gesehen gibt es verhältnismäßig nicht so viele Punkte wie auf der internationalen Tour, das kann ich schon auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz war das für uns ja, emotional ein wirklich großes Highlight, auf das wir uns vorbereitet haben. Und ja, wir haben mitgefiebert. Ich wäre sehr, sehr gern bei Kims letzten Wettkampf dabei gewesen. Ich hatte das eigentlich das haben wir die Herfliegen schon so geplant gehabt. Das tut natürlich sehr leid, aber nichtsdestotrotz habe ich es verfolgt. Ich hatte Arthur, konnte ich live sehen, wie er sich verabschiedet hatte. Den kannte ich jetzt auch schon sehr lange. Und ich glaube, das macht es ja auch aus, dass wir uns untereinander jetzt alle schon sehr lange kennen und eben die Möglichkeit hatten, ja, erstens die Möglichkeit im TV hatten, eben es auch zu verfolgen. Das kann man ja auch dazu sagen, dass eben ganz viele Sportarten übertragen worden sind und eben auch gezeigt worden sind, dass wir Randsportarten die Möglichkeit haben, uns dort zu präsentieren. Kim, wie viel haben Sie mitbekommen vom Gesamtevent? Also wir waren ja schon in der ersten Woche hier und hatten quasi ja nicht komplett durch unsere Wettkämpfe bis letzte Woche Sonntag. Das heißt, währenddessen habe ich nicht allzu viel mitbekommen. Aber natürlich haben wir die Siege und die Medaillen der anderen Deutschen natürlich irgendwie mitverfolgt und natürlich dann auch irgendwie, ja, sag ich jetzt mal, gefeiert. Aber nachdem ich ja nach Hause gekommen bin, ich bin erst seit gestern wieder hier in München, aber während ich zu Hause war, lief tatsächlich auch den ganzen Tag der Fernseher. Bis spät abends, auch abends gleich erledigt. Ich war vorgestern und bis gestern auf einem Wellness-Trip und nichtsdestotrotz lief abends auch trotzdem der Fernseher und habe die Leichtathletik mitverfolgt, weil es einfach mitreißt. Also das will man miterleben, das möchte man. Es ist hier, es ist eine Heim-Europameisterschaft, es sind European Championships in der Heimat und ich habe ja schon mal eine Heim-EM miterlebt, 2011 in Berlin. Das war quasi also eine reine Turn-EM, aber das ist kein Vergleich. Also das, was hier passiert ist, was hier geschehen ist, das ist einfach so einzigartig gewesen. Vor allem eben diese Stimmung, die ich auch vorher schon erwähnt hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich in der Olympiahalle war und geturnt habe, das war nicht nur ein Fachpublikum. Also es waren nicht rein Turnfans, sondern auch einfach Zuschauerfans, die von anderen Sportarten gekommen sind oder einfach gedacht haben, hey, da läuft jetzt mal Turnen und das schaue ich mir mal an. Und das war so ein tolles Gefühl und das habe ich vorher noch nie so erlebt irgendwo. Und ich habe ja eben schon eine halbe EM miterlebt und das fand ich einfach so sensationell. Und ja, wir kennen uns nicht so besonders gut untereinander, unter allen Sportlern, aber man fiebert mit, man feuert mit an und man, ja, man ist einfach irgendwie mit dabei und wird mitgerissen von dieser ganzen, ja, Euphoriewelle. Konstanze, Sie haben vorhin schon gesprochen von der besten Atmosphäre, die Sie je erlebt haben. Lag das eben auch daran, dass es ein Multisport-Event war? Ich meine, Leichtathletik-Europameisterschaft, da ist die Aufmerksamkeit natürlich auch so da, aber war es was Besonderes eingebettet in dieses Format? Doch, ich denke auf jeden Fall, dass das Besonderes ist. Also man hat gemerkt, dass einfach unheimliche Menschenmengen hier waren, die sich in ganz München aufgehalten haben. Und ja, dadurch wurde das Stadion mehr gefüllt. Und ja, die Leichtathletik war ja eher gegen Ende dran. Und da konnte man schon noch ein bisschen im Fernsehen verfolgen vorher. Und hat einfach auch die ganze Zeit von dieser tollen Atmosphäre irgendwie mitbekommen, sodass man sich einfach auf München schon gefreut hat, bevor man schon überhaupt hier war. Und ja, ich denke, dass da auch die Leichtathletik sehr von profitiert, wenn so viele Menschen einfach da sind. Eins muss ich Sie noch fragen, stimmt es eigentlich, dass Ihr Trainer gesagt hatte, die 5000 lassen wir vielleicht sein, und Sie dann gesagt haben, nee, ich will nicht unbedingt laufen? Ja, das stimmt. Ich bin sehr froh, dass ich mich durchgesetzt habe. Werden Sie sich in Zukunft öfter mal durchsetzen?
Ja, ich glaube, es hat mein Coach ein bisschen eine größere Aufgabe, mich im Zaun zu halten, dass ich das immer unter die Nase reiben kann, dass ich da ja auch recht hatte. Ich glaube, Sie lagen richtig. Ja. Danke.